So, wir fahren nach Hause. Wir hatten einen schönen Abend im Kraftwerkkonzert. Das ist der Kilometerstand. Ich weiß, Thomas, das interessiert dich nicht. Aber mich interessiert das. Und da wird immer noch unsere Route berechnet. Machen wir also erstmal hier weiter. Jetzt links abbiegen. Ach, hey. Thomas, war das geil oder was? Mir ist es noch zu früh. Mir ist es zu früh? Ich kann auch nicht sprechen. Kannst auch nicht sprechen. Er hat keinen Alkohol getrunken, das muss ich dazu sagen. Ich trinke nie Alkohol. Du trinkst nie Alkohol? Nee, also einmal im Jahr vielleicht, zweimal im Jahr. Ja, ein Vitamalz, oder? Und dann gibt es einen Jack Daniels Cola. Oh ja. Also gut, habe ich noch nicht erlebt, werde ich vielleicht irgendwann mal. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Haben jetzt vor uns 460 Kilometer, 5 Stunden, 9 Minuten soll es laufen. Das ist unsere Route. Ein Supercharger-Stopp in Stur. Den werden wir natürlich vermeiden, denn wir haben keinen Bock auf Stur. Mit 4 Stalls ist uns das einfach zu wenig. Wir werden den Lohne laden. Ja, kann man ja selbst entscheiden. Also begleitet uns auf unserer Tour durchs Leben mit dem Unterblock von Thomas und Hofe. Bis später. So, wir haben ja nun gesagt, dass wir Stur vermeiden möchten, weil Stur einfach zu wenig. Bitte in 700 Metern rechts abbiegen. Stalls hat. Deswegen werden wir jetzt hier drücken an der Seite, die Supercharger raussuchen, die da noch alle sind und gucken, welchen wir auf dem Weg haben. Wir haben den hier. Das ist einmal der in Lohne, wo wir gestern waren. Den können wir hinzufügen. Wir können den auch wegmachen. Und wir haben hier in Prag noch einen, den gibt er mir gar nicht zur Verfügung. Doch da. Rade. 312 Kilometer müssten wir eigentlich schaffen. Lass uns den nehmen. Jetzt berechnet er neu. Lohne und Rade. So, die beiden sind jetzt schon mal im Gespräch. Errechnen. Bitte in 200 Metern rechts abfahren auf die B1. Jetzt rechts. Lohne abfahren. Könnten wir mit 36% schaffen. Und dort 20 Minuten laden. Bitte in 170 Metern rechts abbiegen. Dann wäre dann 18%. Auf die also gerade alleine gibt er uns nicht. Wir probieren mal was. Ladestation entfernen. Jetzt rechts abbiegen. Und gucken, ob wir nach Rade kommen. Machen wir den Ton aus. Rade, 6%. Das sollte uns reichen, Thomas, oder? Das müsste klappen. 6%, das kriegen wir doch hin, oder? Wenn nicht. Ach, werden sehen. Wir sind ja nicht so gebunden an dieses Navigationssystem. Ich denke mal, dadurch, dass wir auf unserem Weg 1, 2, 3 Supercharger bis Hamburg haben, wir haben sogar 4 im Privathotel. Lindner ist ja auch noch eins auf dem Weg zu dir nach Hause. Haben wir genug Möglichkeiten, vor Ort zu entscheiden. Das heißt, wenn es gut läuft auf der Autobahn, fahren wir ein bisschen schneller, müssen dann nochmal neu berechnen. Ansonsten versuchen wir, den Charger in Rade zu erreichen. Was wir mit 6% Ankommen schaffen würden, das wären 358 Kilometer von hier, das müsste das Model S 85 schaffen. Wir werden sehen. Hier unten nochmal das 385 Kilometer, 3 Stunden 24. Wir haben im Auto, jetzt gehe ich da einmal drauf, Strom für 384 Kilometer. Es ist also machbar. Probieren wir es einfach aus. So, geht schon los. Wir fahren ein bisschen schneller. Und zwar bin ich eben 120 gefahren und schon zeigt das Tacho und auch das Navigationssystem unter 105 km/h fahren, um das Ziel zu erreichen. Weil wir einen Supercharger gewählt haben, der eigentlich sehr weit weg ist. Und Tesla das immer ganz gerne möchte, dass da eine Reserve drin ist. Aber aus der Erfahrung des letzten halben Jahres als Tesla-Fahrer ist die Reserve oft vollkommen ausreichend. Und wir werden es einfach mal ausprobieren.
und schauen, was passiert. Ich zeige euch das mal. Da steht es. Und wir fahren jetzt mal 110. Tempomat. So, da bleiben wir jetzt mal bei. Mal gucken, was passiert. Seht ihr das? Laden erforderlich. Hier nochmal. Das heißt, jetzt sagt er uns schon nach nur ein paar Minuten fahren, wir würden das Ziel nicht erreichen, wenn wir vorher nicht laden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir zu schnell sind. Aber wir werden das ausprobieren. Ich bin gespannt. Sind wir schon ein ganzes Weilchen unterwegs, haben jetzt nur noch 283 Kilometer zum Supercharger in Rade und haben immer noch die Aufforderung, Laden erforderlich, um Ziel zu erreichen, obwohl 1% Restkapazität angezeigt ist. Warten wir einfach mal ab, was passiert. Wir hatten eben Regen und Regen ist ja gleich höherer Verbrauch, weil das habe ich ja schon erklärt, wir schieben immer eine kleine Welle vor uns her. Jetzt ist die Straße feucht, das ist glaube ich marginal. Wir fahren 130. Ich will damit halt zeigen, dass man nicht mit so einem Elektroauto schleichen muss. Man kann ganz normal fahren. Wir sind ja auch schon 200 gefahren in unserem letzten Video. Also mit dem Tesla ist es so, dass du den ganz normal fahren kannst, wie jedes andere normale Auto auch. Ich habe immer wieder die Fragen an Supercharger und von Leuten, die fragen nicht, wie schnell ist der, sondern wie weit kommt man damit, und die zweite Frage, wie lange dauert das Laden. Wenn ich denen dann erkläre, dass man 20 Minuten 200 Kilometer geladen hat, sind sie positiv überrascht. Und wenn man dann sagt, dass man zwischen 300 und 350, je nach Fahrweise 400 Kilometer kommt, das finden die auch toll. Für viele immer noch eine Überraschung. Hallo Leute, wir sind auf dem Rückweg. Wo waren wir denn? In Düsseldorf. Wir sind auf dem Rückweg von Düsseldorf. Und ich bin noch ein bisschen derangiert. Ich bin heute überhaupt nicht in Sprechlaune. Und Uwe hält hier die Fahne für uns hoch. Wir waren in Düsseldorf, haben den Tourauftakt der Tour de France gesehen. Wir waren auf einem Kraftwerk-Konzert. Kraftwerk ist Weltklasse. Kraftwerk sind Elektrogötter. Vorband war R. Könnt ihr euch, also wenn ihr R kennt, also wo ist R? Schon mal die Vorband. Bei Kraftwerk. Das war Weltklasse. Wir sind aber so viel gerannt und wir haben so lange gestanden. Und mir tun so die Füße weh. Da habe ich schlecht geschlafen im Hotel. Das Hotel war cool. Wie heißt das? Hotel Stadt München, ne? Ja. Hotel Stadt München mit 3 Destination Chargern. Super geil. 16 Euro. 16 Euro haben wir bezahlt. Fürs Laden. Ich weiß gar nicht, ob das aufgesplittet ist in Parken und Laden. Also ich meine, dass wir nur fürs Parken bezahlt haben. Ich bin nicht sicher. Vielleicht haben sie auch einen Mini-Betrag, aber mein Gott, wir haben den Wagen aufgeladen komplett. Das ist völlig in Ordnung mit 16 Euro. Das Frühstück war Weltklasse. Das war wirklich Weltklasse. Ich bin am Pingel. Das Frühstück war richtig, richtig gut. Geschlafen habe ich nicht so gut, deswegen bin ich so ein bisschen derangiert irgendwie. Das war so, das Bett hat geknarrt und direkt vor meinem Fenster war wohl die Raucherecke irgendwie und die haben die ganze Nacht gesabbelt irgendwie. Ich habe kaum gepennt. Und Uwe ist ein Frühaufsteher, der hat dann relativ früh an der Tür geklopft. Und um 10 Uhr, ja. Für mich ist das früh, ich bin Gastronom. Ne? Also ab 10 geht bei mir der Morgen erst los. Ja, und deswegen ist bei mir gerade nicht so viel Gequatsche. Uwe hält die Fahne für uns hoch. Ciao. So, wir haben jetzt schon eine ganze Menge gefahren. Es wird gerade wärmer, wir haben 20 Grad. Das ist immer gut für den Akku. Je wärmer es ist, desto weniger braucht er an Energie. Wir haben jetzt noch 174 Kilometer bis zum Supercharger in Rade und wir haben 153 Kilometer Reichweite. Wir fahren hier, wie ich schon öfter gesagt habe, 130, wo wir dürfen. Ich habe keine Lust zu schleichen und vielleicht werden wir es nachher müssen, kurz vom Charger. Weiß ich noch nicht. Die Karte zeigt mittlerweile das hier. 5% minus. Hier nochmal, unser Verbrauch ist bei 202 Wattstunden. Das ist eigentlich auch genau der typical range, das was Tesla vorrechnet für die Reichweiten.
was in Europa so im Durchschnitt verbraucht wird. Diese Daten werden von allen Teslas nach Amerika geschickt zu Tesla und verarbeitet so, dass diese Typical Ranges in den Computer bzw. über die Updates eingegeben werden, um Berechnungen für die Reichweiten des Fahrzeugs zu gewährleisten. Gewährleisten natürlich in Anführungsstrichen, es hängt davon ab, wie viel der Gasfuß, genau, ich gebe Strom, nicht Gas, wie viel der Stromfuß, jetzt sieht doof an, Stromfuß. Aber nennen wir es mal Stromfuß, wie das Spaßpedal sozusagen betätigt wird. Gebe ich viel Strom, verbrauche ich viel und fahre ich vorsichtig und langsam, verbrauche ich wenig und komme weiter. Das ist so. Hypermiling, wo man mit 60 km/h irgendwelche Rekorde aufstellen möchte, das ist nicht so mein Ding. Ist aber mal interessant, das zu sehen. Ich gucke dann immer nur den Anfang und das Ende und sehe, wo sie gelandet sind von der Entfernung. Ja, so sieht's aus. Wenn wir mal gucken, wie weit wir kommen, wir wollen es einfach mal probieren. Es wird und bleibt spannend. Und die Fahrt geht weiter. Wie man bereits erkennen kann, scheint die Sonne. Wir fahren immer noch unsere 130, das was wir dürfen. Hier ist 130, oh, da ist ein Stauschild. Hier seht ihr das. Stau möglich. Na, wir werden sehen. So, wir haben 101 Kilometer noch im Akku. Und wir haben 97 Kilometer bis zum Supercharger. Also, muss lang. Wir probieren es aus, wir bleiben dran. Wir sind in Bremen im Baustellenbereich. Das ist eigentlich eins und dasselbe, ne? Bremen und Baustellenbereich, ist das eigentlich das gleiche, oder? Das ist ja Baustellen mit Bremen-Bereich. Was meinst du? Bremen, ich habe nur Bremen gehört, mir ist gerade ein Bild geworden. Das hört nicht auf. Das ist alles nur für Dennis. Wir haben jetzt noch 72 Kilometer bis zum Supercharger und soeben ist unsere Anzeige auf Orange gesprungen. 81 Kilometer Restreichweite im Akku. Wir fahren natürlich das, was wir dürfen. Hier ist 120 bei Bremen. Ich habe schon wieder gesagt. Und hier die Anzeige 71 Kilometer bis zum Supercharger. Wir sollen mit 1% ankommen. Und hier die Voraussagung des Trips nochmal, der uns schon sagt, hier am Ende, Leute, das wird eng. Das wird schon klappen. Thomas, klappt oder klappt nicht? Das klappt. 100%. Tesla, danke Elon. Hast du auch mal hier das gezeigt? Was? Hast du das? Dann. Minus 25. Die Anzeige geht bis minus 25 und ich frage mich, was das bedeutet. Ob das tatsächlich möglich ist? Vielleicht wisst ihr da was drüber. Bis minus 25 können wir, glaube ich, nicht fahren. Es gibt so eine Art Brick, der dafür sorgt, dass der Akku immer nie leer gefahren wird und nie ganz voll geladen wird, um ihn zu schonen. Aber die genauen Daten kann ich raussuchen, bringe ich nochmal demnächst in dem Video. Da habe ich auch Bock drauf, das interessiert mich. Noch 47 Kilometer bis Rade Supercharger. Wir sollen immer noch mit 1% ankommen. Es fängt jetzt an zu regnen. Und wie wir ja wissen, ist das nicht gut. Aber es können doch nur Schauer sein, wir werden mal sehen. Hier nochmal der Blick aufs Navi. 46 Kilometer mit 1% Restreichweite. Hier oben steht nochmal bitte nur 105 fahren. Wir fahren aber die ganze Zeit, wie vorausgesagt, 130. Haben hier unten links noch 52 Kilometer in dem Akku. Laden erforderlich, um Ziel zu erreichen. Warum? Es sind 51 Kilometer noch im Akku und 45 Kilometer bis zum Supercharger. Das sind 6 Kilometer, die wir im Puffer haben. 6 Kilometer ist ganz schön weit. Wenn ich das jogge, brauche ich da bestimmt 20 Minuten für. 40? 60? Wir werden sehen. 60 Minuten. Meine Bestzeit in 6 Kilometer Joggen ist 38 Minuten. Da war ich aber noch ein bisschen fitter.
hier in Bockel auf der A1 ist gerade eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80. Das heißt für mich so 93. Und schlagartig ändert sich die Anzeige. Also, das Navigationssystem und das Batteriemanagementsystem des Teslas reagiert sofort auf Geschwindigkeit. Hier sieht man das nochmal rechts in unserer Verbrauchskurve. Wir sind also jetzt bei 185 runter und haben noch 1%. Die Baustelle ist jetzt vorbei. Jetzt fahren wir wieder 130, weil das war unsere Prämisse. Ist schon wirklich faszinierend, wie das System funktioniert und wie sofort auf andere Verhältnisse reagiert wird in dem Batteriemanagementsystem. Zack, sind wir wieder auf 130 bzw. 131 km/h und schon kommt wieder die Anzeige. Langsam fahren, sonst schaffst du es nicht. Und auch wieder die große Warnung, Laden erforderlich, um Ziel zu erreichen. Innerhalb von Sekunden wird hier gerechnet. 39 Kilometer bis zum Supercharger. Wir sollen mit 0% ankommen. 44 Kilometer im Akku. Also noch 5 in der Reserve nach meiner Rechnung. Jetzt ist die Anzeige rot geworden. 31 Kilometer haben wir noch im Akku. Und wir haben noch 27 Kilometer bis zum Supercharger. Da steht, dass wir mit 0% ankommen. Wir suchen weiterhin zwischen 126. Jetzt bin ich kurz vom Gas gegangen. Ich fahre übrigens ohne Autopilot, weil ich gar keinen habe. Wir fahren natürlich viel mit Tempomat. Wie man gerade gesehen hat, habe ich wieder eingeschaltet. Aber ich will einfach nicht vom Gas gehen. Es sind noch 26 Kilometer und der Akku sagt 30. Das muss gehen. Wir werden sehen. Weiter geht's. Wir haben jetzt hier im Tacho eine gestrichelte Linie, die bei ungefähr 320 Wattstunden steht. Die sagt jetzt aus, bis dahin kannst du noch versuchen, Energie rauszuholen aus dem Akku, aber mehr nicht. Das ist also sozusagen eine Begrenzung. Die gibt es auch nach unten. Zum Beispiel, wenn der Akku voll geladen ist, kann man nicht rekuperieren, weil der Akku ja voll ist. Auch im Winter ist die Rekuperation beschränkt, weil der Akku kalt ist und das nicht aufnehmen kann. Also hier, 23 Kilometer Reichweite. Wir haben noch 20 Kilometer bis zum Supercharger. Wir sind jetzt nicht mehr von 5 Puffer, sondern haben jetzt nur noch 3 Kilometer Puffer. Es wird eng. Es wird eng. Aber es muss reichen. Jetzt haben wir nur noch 2 Kilometer Puffer. Jetzt wird es eng hier unten rum. Ich glaube, ich gehe jetzt mal, soll ich mal auf 120 gehen? Aus Sicherheitsgründen mal auf 120 gehen. Was immer noch eine schöne Reisegeschwindigkeit ist. So, ist jetzt eingestellt mit Tempomat. 121 ist auch nicht schlimm. Kann ich auch hinter dem anderen bleiben, brauche ich nicht die mittlere Spur blockieren. Jetzt haben wir schon ein rotes Ausrufungszeichen am Ende. Zwei Kilometer Puffer, 18 Reichweite, 20 im Akku. Spannend. Weiter geht's. 12 Kilometer Reichweite, 19 Temperatur. Wir fahren stumpf unsere 120. Oben kann man sehen, die gestrichelte Linie geht weiter runter. 320 Wattstunden sind schon gar nicht mehr erreichbar. Wahrscheinlich jetzt nicht mal mehr 200. Ist ja auch klar, ist ja nichts im Akku. 8,3 Kilometer bis zum Supercharger, 6 Minuten noch Fahrt. Kleines Fazit, Thomas, hättest du das gedacht? Als wir losgefahren sind, habe ich gedacht, das schaffen wir nie im Leben. Ich bin es auch schon gewohnt, dass ich weiß, dass man nah an die 0% rangehen kann.
Das mache ich aber nur, wenn ich eine Strecke habe von, sagen wir, 100 Kilometern. Wenn ich bei einer Strecke von 100 Kilometern weiß, wir kommen an die 0%, mache ich das, weil ich denke, wird schon. Aber was hatten wir jetzt? Wie viel? 500 Kilometer oder was? 467. 467? Hätte ich mich das nicht getraut. Nee, ich hätte 300, das war, ich weiß nicht mehr, 380? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall viel. Ja. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte geglaubt, dass wir irgendwie jetzt in Bremen schon wieder einen Supercharger müssen oder langsamer fahren müssen. So, ich bin echt ziemlich überrascht, dass das so geht. Hätte ich nicht die Eier zu gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe das schon öfter probiert, weil ich das auch so gelesen habe und auch in den Videos von Horst Lüning, den ich hiermit auch mal grüße. Hallo Horst, vielleicht siehst du uns ja. Und der mich da wirklich so inspiriert hat und auch einer der waren, die mich dazu gebracht haben, Tesla zu kaufen. Möchte ich mich nochmal bedanken. Und es ist möglich. Man muss nicht groß nachdenken. Das ist natürlich so, dass das Navigationssystem und das Batteriemanagementsystem von Tesla einem sagen, fahr mal ein bisschen langsamer, das könnte knapp werden. Oder lade da nochmal, weil wer weiß, was ist und hin und her. Ist auch gut. Ist zur Sicherheit ja auch wirklich wunderbar für einen Laien. Aber wenn man sich mit der Materie beschäftigt, kann man auch anders fahren mit dem Akku. Und ich glaube, es waren 367 Kilometer von unserem Hotel zu diesem Supercharger. Und die fahren wir jetzt auch. Und wir sind nicht geschlichen. Wir sind nicht geschlichen. Wir sind 130 gefahren, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung war. Aber die meiste Zeit auf der A1 ist Geschwindigkeitsbegrenzung. 130. Beziehungsweise rund um Bremen 120. Und das haben wir auch gemacht. Wir fahren jetzt immer noch 120. Und haben jetzt noch 7 Kilometer im Akku. Der ist schon rot. Und 3,8 Kilometer bis zum Supercharger. Das ist alles gut. Hammer, oder? Das ist ein Hammer. Absolut. Echt der Hammer. Und das mit dem S85 ohne Autopilot. Absolut der Oldtimer. Ich freue mich auch wirklich. Wir fahren ja nach Rade. Und das Restaurant in Rade ist wirklich richtig, richtig gut. Ich bin öfter mal in Rade. Und also erstmal gibt es eine große Auswahl. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Es gibt große Portionen, sie sind günstig. Und ich bin jetzt gar nicht mal so ein Typ, der auf günstiges Essen aus ist. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kombination aus allem. Und da freue ich mich wirklich drauf. Ich freue mich, dass wir gerade in Rade landen. Hier ist unser Autohof. Abfahrt 44. Wir sind angekommen am Supercharger Rade. Wir haben noch 3 Kilometer Restreichweite im Akku. Eben hatten wir 2 und ich habe mal richtig Feuer gegeben. Das hat den Akku wohl so ein bisschen angeheizt. Das ist für mich ein Zeichen, dass der Akku wirklich noch sehr gut ist. Hier nochmal die Position des Superchargers und auch genau hier stehen wir wieder. Dank LTE baut sich das hier alles ein bisschen schneller auf. Genau da sind wir. Hier ist das Restaurant, da gehen wir gleich was essen. Hier ist die A1. Und jetzt werden wir mal laden. Wir haben 3 Kilometer Ladeanschluss offen, habe ich gerade aufgemacht. Thomas wird jetzt den Supercharger reinstecken. Und dann könnt ihr sehen, was passiert, wenn man das so macht. Laden prüfen. Ladevorgang beginnt sofort. Es ist 14:51 Uhr. Wir haben eine Restreichweite von 3 Kilometern. Jetzt braucht er natürlich ein bisschen, weil das Batteriemanagementsystem mit dieser Situation nicht überfordert ist, aber so weit runtergefahren, da muss er erstmal, ich weiß nicht, ob er balancieren muss, wie man es nennt, auf jeden Fall fängt er gleich an zu laden. Und wenn er das gemacht hat, machen wir den Akku, die Kamera hier aus. Oha, ein Ausrufungszeichen. Aufladen nicht möglich. Ausstecken und erneut versuchen, sagt er. Vielleicht hielt der Stall nicht. Als du es geöffnet hast und es reingesteckt, wurde das zu lange gedauert. Okay. Machen wir nochmal. Wir machen mal von hier. Das ist ja lustig. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ihr seid Zeuge einer ganz besonderen Situation. So, Ladeanschluss, ladebereit. Vielleicht ist der Stall auch kaputt, den suchen wir uns einen anderen aus. Noch können wir fahren. Ladevorgang beginnt sofort, sagt er. Vielleicht ist der Stall kaputt, Thomas. Glaubst du das? Kann sein. Es
Ich höre das Klicken auch nicht, was ich sonst immer höre. Laden gestoppt. Laden nicht möglich. Dann mache ich ihn ab, ich fahre zum nächsten. Das ist lustig. Das haben wir noch nicht gehabt. Wir suchen uns jetzt also einen anderen aus. Das ist jetzt der Stall 2B. Zwei Kilometer Restreichweite und der erneute Versuch zu laden. Ladeprogramm gestartet. Sehr schön. Gut zu wissen. Also wir haben jetzt mal erlebt, Ladevorgang beginnt sofort, okay. Will er oder will er nicht? Ja, ich habe gerade so ein Klicken gehört. 6 kW erlädt. Okay, so war das eben das erste Mal, wenn ein Supercharger-Stall kaputt ist. Gut zu wissen. Ich werde es gleich an die Tesla-Hotline melden, sodass sie da arbeiten können dran. Also hier, eine Stunde, 20 Minuten verbleiben, bis das Ding voll ist. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Ihr seht gerade, wie die Laderate hochgefahren wird. Es ist 14.35 Uhr. Wir haben einen Kilometer schon drauf. Kann man unten auch sehen. Jetzt kommen wir auch schon ein bisschen Farbe. Jetzt ist er wieder rot. Ja, so sieht's aus. Die Ladeleistung wird hochgehen bis 400, guck mal, jetzt geht's schnell. 412 Kilometer die Stunde. Seid mir nicht böse, dass das hier so wackelt, wir sind keine Profis. Ich möchte euch nur darüber informieren und keine Dokumentation drehen. Und ich finde das gut so. 450 Kilometer, 9 Kilometer schon in einer Minute. Abzüglich der zwei, die wir hatten. 469, 470. Wir können noch mal rausgehen, wenn ihr wollt. 526 ist die Laderate. Das müsste jetzt eigentlich. Ist der Akku laut draußen? Ist der Lüfter laut? Nö, ne? Na gut, dann ist es heute nicht so warm. 531, 32, also ich habe schon gesehen bis 570 hoch. Wir gehen jetzt was essen. Also wir haben jetzt schon 24 Kilometer in 5 Minuten. Das ist schon echt der Hammer. Mehr später. Ja, ist vielleicht ein bisschen windig hier, deswegen meine ich so lang. Wie ihr seht, die Supercharger sind fast alle belegt. Den Norweger, Deutsche. Das ist hier so der Autohof. Da hinten ist auch noch ein McDonald's. Da hinten. Und hier nochmal die Charger. So Leute, hier mal unser Essen. Drehst du unser Essen? Ich drehe unser Essen. Ist das auch für TNT Tesla? Das ist für TNT Tesla. Okay. TNT Tesla. Mahlzeit. Ist sein Essen. Auch wir müssen essen. Ja.
Battle-Burner. Supercharger in Rade. Ja, genau. Markus, Tesla Markus. Hier. Das ist fast. Na, nee, ist nicht Veggie. Das sind Speckstücke. Ist das Veggie? Nee. Fisch ist kein Veggie, ne? Ja. Aber es schmeckt extrem lecker. Oder? Ja, der Laden ist gut, aber kein Empfang. Oh, tu. Kein WLAN, kein Empfang. Scheiße. Oh, so ein Scheiß. Es ist 15.49 Uhr, wir sind mit dem Essen 40 und haben da 130 Kilometer auf der Uhr. Wir sind mit dem Essen. Wir sind mit dem Essen 47, weil wir haben Geburtstag im August. Also, wir sind mit dem Essen fertig. 48 werden wir. Ja, wir sind 47. Wir werden 48. Genau. Ich übrigens 5 Tage vor dir, aber du kannst mich ruhig duzen. Wir sind also mit dem Essen 48. Genau, ja. Kommen aus Essen oder Düsseldorf. Ja, jetzt wird's albern. Also okay, da so super schnell geladen, war wirklich eine Zeit, die man hier nicht verschwendet hat. Die Stalls sind voll. Der Norweger neben mir kann froh sein, dass ich wegfahre, dann kriegt er die volle Leistung. Und so machen wir das auch. Wir fahren jetzt weiter und bringen Thomas nach Hause. Bis später. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir gesehen, wie viel waren das? 6? 5 oder 6? 5. 5 oder 6 Teslas waren am Laden am Supercharger. Es ist Ferienzeit, Sommer, das waren Norweger und Dänen und natürlich Deutsche. Und es ist hier kurz vor Hamburg sicherlich ein Knotenpunkt und wichtig für Tesla. Aber bei jetzt mittlerweile, glaube ich, 200.000 gebauten Tesla, wie sieht es aus, wenn es 300.000 sind? Was ist, wenn das Model 3 kommt, was auch am Supercharger laden kann, aber dafür bezahlen muss natürlich? Bist du da ganz sicher, dass die am Supercharger laden? Ja. Bin ich. Ich habe schon viele Fotos gesehen von dem Model 3 am Supercharger in den USA. Okay. Und ich soll im Oktober auch einen fahren. Ja? Ja. Ich bin befreundet mit dem Chef von, nicht Chef, mit dem Vorsitzenden vom Tesla Club in den USA, Rolf, ist auch ein Deutscher, und der hat alle schon gehabt, vom Roadster 2 Model S, und der soll im Oktober, hat er mir schriftlich per E-Mail mitgeteilt, soll er einen Model 3 bekommen, weil er kennt Elon auch und ist so ein Early Adapter, oder wie das heißt, und hat dann gesagt, wenn ich im Oktober da bin, kann ich den mal fahren. Das werde ich natürlich machen und filmen für euch. Und natürlich auch für mich. Aber ich glaube, das wird noch irgendwann voll. Aber es soll ja auch aufgestockt werden jetzt. Ne? Es wird doch jetzt regelmäßig benutzt, die Supercharger verdoppelt, meine ich. Ne? Ja, das ist möglich durch das Ladesäulen, durch die Ladesäulenverordnung. Du kannst die vorhandenen Standpunkte aufstocken, aber keine neuen aufmachen. Okay. Das würde schon mal helfen, ne? Also würde helfen. Aber ich würde es auch schön finden, wenn es mal ein paar neue gibt. Ja. Aber das ist natürlich durch die deutsche Regierung verhindert, weil die Ladesäulenverordnung sagt, man muss die neuen aufgebauten Ladestationen für alle zugänglich machen. Das heißt, Tesla muss dann CCS anbieten oder was weiß ich was für Ladestecker, damit alle dort laden können. Ja. Und das will Tesla natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Und deswegen wird denen gerade verboten, neue Ladestationen zu bauen. Deswegen kommen keine neuen dazu. Es werden nur vorhandene erweitert. Ja. Nur in Deutschland. Im Ausland sieht das ganz anders aus. In Frankreich gibt es andauernd neue, in Spanien, Norwegen, Schweden, eigentlich überall. Ist schon komisch. Das ist auch beinahe schon dreist, ne? Da kommt der Elon Musk und haut das raus, ne, und baut sich ein eigenes Netz auf. Und die Deutschen hinken hinterher. Und jetzt kommen sie mit ihren Regeln, weißt du? Ja. Das ist Deutschland. Immer schwierig. Naja, soll man sogar aufregen? Wir haben Tesla, wir können laden. Wir sind glückliche Menschen, deswegen fahren wir Tesla. Oder wir sind auch glückliche Menschen mit dem Tesla. Waren vorher schon glückliche Menschen, aber wir sind noch glücklichere Menschen mit dem Tesla. Oh ja. Ne? Ja, ohne will ich nicht mehr. Ich will echt nicht mehr ohne. Ne. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Müssen wir ja auch nicht. Müssen wir nicht. Ne? Also bis später.
Das war unsere Tour nach Düsseldorf. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und die Glocke drückt. Und wir sehen uns. Was? Wir sehen uns. wir sehen uns bald wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.